Hallo zusammen, mich hier ist wieder euer Teller natürlich wieder für euch in Dragonflight unterwegs und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es um einen Erfolg, den wir einmal finden können unter Berufe und dann Juwelierskunst, so rum. Und zwar wollen wir uns heute hier das Achievement anschauen, Fokus des Juwelenhammers. Und dafür müssen wir Folgendes machen, wir müssen einfach den Fokus des Juwelenhammers herstellen. Und wie wir das machen, will ich euch jetzt mal zeigen. Als allererstes, naja, braucht ihr halt Juwe, ne? Sonst könnt ihr das Ding nicht bauen. Und dann müsst ihr euren Juwe auf Kultiras, also ein BFA, einmal ein bisschen hochskillen. Bei den Hordlern heißt es halt nicht Kultiras, sondern Zandala, ne? Aber es ist dasselbe in grün. So, dann skillt ihr das ganze Ding auf mindestens 150. Ihr könnt es natürlich auch weiter hochskillen, wie ich jetzt hier, aber auf mindestens 150. Und dann ist es so, dass ihr bei eurem Lehrer, wenn dann hier in Boralos oder in Dazar Alor, beim Juwelehrer, eine Quest erhaltet. Und das ist, ja, ist eine kleine Questreihe, das sind schon ein paar Quests, die ihr erledigen müsst. Und ganz am Ende der Questreihe gibt es dann dementsprechend das Rezept für dieses Item, also den Fokus des Juwelenhammers. So weit, so gut. Ja? Da müsst ihr dann noch einiges machen, durch ein paar Instanzen und so. Also ist schon ein bisschen Aufwand, das zu absolvieren mit Max-Level-Char, aber alles gar kein Stress. Genau, so viel zu dem Ding. Sobald ihr das habt, ne, können wir anfangen, die Materialien zu sammeln. Falls ihr jetzt den Juwe-Händler nicht findet, also in Boralos steht er quasi hier oben, ne, auf den Koordinaten 74, 9. Und in Dazar Alor weiß ich es ehrlich gesagt nicht genau, aber da müsst ihr einfach gucken. Also Dazar Alor ist hier und da fragt ihr am besten eine Wache nach dem Juwe-Lehrer. Die meisten Berufslehrer sind, glaube ich, hier unten, genau, bei der Horde. Genau. Sobald ihr das Ding dann habt, müssen wir die Materialien suchen. Und da, ja, müsst ihr ein bisschen gucken, denn die sind zum Teil auch ein bisschen Farmaufwand. Das erste, was ihr habt, ist hier dieses Fernrohr. Diamanten übersätes Fernrohr heißt das. Und das kriegen wir von Harlan. Und der befindet sich im Freihafen. Freihafen ist eine Instanz. Die haben wir hier unten im Tiragadesund auf den Koordinaten 84, 78. Und da müsst ihr halt einfach rein. Leute, hier haben wir schon. Und haut den Endboss um, ne? Ihr könnt hier reinlaufen und direkt zum Endboss rennen und den quasi umhauen. Droppt zu 100%. Dann das zweite Item, was wir benötigen, ist dann einmal hier diese Azurit-Geode, so rum, dass es noch rausbringt. Die gibt es im Riesenflöz. Wo ist der Riesenflöz? Naja, Riesenflöz befindet sich hier auf Zandala. Und zwar haben wir hier den Eingang. Als Allianzler, als Hordler ist, glaube ich, der Eingang hier irgendwo in der Salo, ich glaube hier auf so einem Boot oder so. Und ja, was müssen wir im Riesenflöz machen? Wir hauen halt den zweiten Boss um. Hier ist es auch so, ihr könnt direkt durchlaufen zum zweiten Boss, den umhauen, droppt das Ding zu 100%. Schwierigkeitsgrad ist tatsächlich egal. Kleine Randinformation, Normal ist schwerer als HC oder Mythic. Warum ist das so? Naja, Blizzard kam auf die coole Idee, BFA-Content auf 60 anzuheben. Und dementsprechend sind alle Mobs Open World, wenn ihr Max-Level seid, Stufe 60 und auch die Normal-Instanz ist Stufe 60, weil darauf kann man ja random über Dungeons leveln. Die HC- und Mythic-Version, die bleibt ganz normal, Stufe 50, wie es eigentlich sein sollte. Also ist quasi HC und Mythic leichter als Normal, weil die Mobs halt 10 Stufen drunter sind, ne? Aber es spielt keine Rolle, ihr kommt auch durch Normal mit Max-Level-Char durch. Und das letzte, was wir haben, feines Azeritpulver, das kriegen wir von allen möglichen Aschenwind-Chars und, oder NPCs, so rum. Und die findet ihr unter anderem einmal hier in dem Lager, auch im Tiergardesund. Hier ist so ein Lager, das ist ein Haufen Aschenwind-Dudes. Die droppen das aber relativ schlecht. Was ich euch empfehlen kann, geht hier auch in eine Instanz, und zwar hier nach Toldagor. Einmal rein, also das ist hier auf dieser Insel. Und in der Instanz, nach dem zweiten Boss gibt es einen Haufen Mobs, die heißen was mit Aschenwind. Und da können wir jetzt auch gern einmal reinschauen. Und die droppen das sehr gut. Also da kommt ihr mit einem Instanz ran, locker hin, dass ihr allen Pulver kriegt. Bei dem Open-World-Spot dauert es tatsächlich schon ein bisschen, bis ihr die ganzen Mobs umgehauen habt, bis die dann nachspawnen und so. Also macht es in der Instanz, ist deutlich schneller. Wenn ihr die Instanz solo schafft, macht es da. Schauen wir auf die Map. Also da müssen wir, ja gut, da müssen wir einmal rein und dann geht's halt die Etagen hoch, ne? Und relativ weit oben habt ihr hier auch diese Seitenräume. Da sind dann ein Haufen Aschenwind-Mobs drin. Die pullt ihr hier alle zusammen oder macht die auch einzeln, je nachdem wie ihr wollt. Und da kriegt ihr eigentlich die 50 easy zusammen. Also wenn ihr die Mobs in den Seitenräumen pullt, bis ihr quasi beim dritten Boss seid, habt ihr die 50 Pulver zusammen. Genau.
Und ja, was brauchen wir sonst noch? Wir benötigen danach noch zwei andere Sachen, und zwar Krakenaugen. Die kauft ihr euch im AHA, kosten 26 Gold pro Stück, da werdet ihr nicht arm von. Und das letzte ist Expulsum. Und Expulsum, falls ihr jetzt im BFA nicht wirklich gespielt habt oder das vielleicht auch ein bisschen vergessen habt, Expulsum kriegt ihr dadurch, dass ihr Items klein schaffelt. Und zwar hier bei diesem Gerät, Schrottomat, packt ihr Items. Ah, schau mal, ich habe jetzt aus den Dungeon Runs hier noch ein paar. Die packen wir da jetzt rein, ne, und können die klein machen, ne. Und alle Hui kriegen wir dann mal ein Expulsum raus. Ich würde sagen, so alle 10 bis 15 Items, vielleicht auch alle 20, die ihr klein macht, kriegt ihr im Schnitt ein Expulsum, würde ich jetzt mal behaupten. Sowas, ne? Und ja, jetzt könnt ihr natürlich einen Haufen Mobs umhauen und Items euch besorgen. Oder ihr macht die zweite Version, die wesentlich effizienter ist. Ihr nehmt euch einen Craft-Beruf und stellt quasi einen Haufen Stuff aus BFA her und macht das hier wieder klein durch das Zeug. Ihr kriegt dann nämlich die Ressourcen raus, die ihr zum Herstellen gebraucht habt, zumindest ein Teil und halt Expulsum. Was am günstigsten ist, sind die Handgelenke vom Schneider, und da müsst ihr jetzt auch nicht krass reinskillen. Ihr braucht halt einen Char, der in BFA quasi hier zum Schneiderhändler geht, Schneider lernt, und ihr lernt direkt auf Stufe 1 die Handgelenke. Die kosten Stoff und Faden, und die könnt ihr am AHA kaufen. Eine Handgelenk könnt ihr für 4, 5 Gold herstellen. Und der baut ihr halt 100 Stück, packt die da rein in den in den Scrabber, und dann habt ihr das Expulsum zusammen. Genau. Und sobald wir jetzt alle Materialien haben, können wir hergehen und das Teil einfach bauen. Und sobald wir das gebaut haben, müsste ein Achievement aufploppen. Und da seht ihr, haben wir das Achievement. Mit dem Ding kann man dann auch lustige Sachen machen, aber das ist mittlerweile uninteressant, weil das war in BFA ganz cool. Aber mittlerweile kannst du die Dinger vergessen. Aber fürs Achievement ist es eine ganz nette Sache. Und ja, das war's soweit mit dem kleinen Achievement-Guide. Sollten noch Fragen offen geblieben sein, schreibt sie gerne in die Kommentare. Euer Tilar, bis zum nächsten Mal. Ciao.